Anzeige. Die Hongkonger Polizei hat den prominenten Verleger und Demokratieaktivisten Jimmy Lai laut Medienberichten wegen des Verdachts auf Fluchthilfe festgenommen. Lai, der sich wegen anderer Vorwürfe bereits in Gewahrsam befand, sei am Dienstag innerhalb des Stanley-Gefängnisses in der chinesischen Sonderverwaltungszone festgenommen worden, berichtete die Zeitung Apple Daily, die zu Lais Medienunternehmen gehört. Die Polizei kommentierte die Berichte zunächst nicht. Laut Apple Daily geht es bei den neuen Vorwürfen gegen Lai um den Demokratieaktivisten Andy Lee, der im Sommer vergangenen Jahres gemeinsam mit 11 Gesinnungsgenossen versucht hatte, mit einem Schnellboot nach Taiwan zu. Ihr Fluchtversuch scheiterte jedoch, die chinesische Küstenwache griff sie auf, mit Ausnahme zweier Jugendlicher wurden alle sogenannten Schnellbootflüchtigen auf dem chinesischen Festland zu Haftstrafen verurteilt. Anzeige. Dem Zeitungsbericht zufolge soll die Festnahme Lais auf der Basis des umstrittenen chinesischen Sicherheitsgesetzes erfolgt sein, das den Behörden in Hongkong ein hartes Vorgehen gegen alle Menschen ermöglicht, die aus ihrer Sicht die Souveränität der Volksrepublik. 100 Festnahmen seit der Einführung des Sicherheitsgesetzes im Juni. Der 73-jährige Verleger ist bereits wegen anderer Anschuldigungen auf der Grundlage des Sicherheitsgesetzes angeklagt. Am Dienstag hatte in Hongkong ein Prozess gegen ihn im Zusammenhang mit einer prodemokratischen Massendemonstration. Am Mittwoch fand vor einem Hongkonger Gericht die Anhörung des 29-jährigen Chan Tie Setwa statt, dem die Justiz ein Verbrechen gegen die nationale Sicherheit. Laut Anklage soll er gemeinsam mit Lai und anderen Aktivisten für internationale Sanktionen gegen China. Anzeige. Eine Freilassung Chans gegen Kaution lehnte das Gericht ab. Auch Chan wurde mit dem Fall der Schnellbootflüchtigen in Verbindung gebracht. Ihm wird Beihilfe zu einer Straftat vorgeworfen. Seit der Einführung des Sicherheitsgesetzes durch Peking im Juni vergangenen Jahres wurden etwa 100 Menschen mit Verweis auf dessen Bestimmungen festgenommen.